Hallo Leute und willkommen zum ersten Türchen des Adventskalenders. Da heute auch der erste Advent ist, gibt es natürlich auch eine Animex-Geschichte. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Unsere Geschichte beginnt damit, dass ein User, um die 16 Jahre alt, gefeuert wurde. Der hat wohl neben der Schule noch gearbeitet. Und okay, gut, das ist erstmal tatsächlich sehr unschön. Aber darum soll es jetzt gar nicht mal so gehen, denn, und auch wie er gekündigt worden ist, so wie er es beschrieben hat, muss man auch sagen, das geht gar nicht, wie sich der Chef verhalten hat. Aber dieser Junge, der will wieder in diesen Betrieb reinkommen, wo einfach sein Vertrag zerrissen worden ist, er angeschrien worden ist, und in diesen Betrieb will er wieder rein. Da versucht er sich wieder reinzuklagen. Ja, allein wegen die ganzen Formulierungen wirklich sehr, sehr komisch von ihm. Und selbst wenn er wieder reinkommt, auch wenn ich nicht weiß, warum ich wieder in Betrieb gehe, wo mich der Chef scheinbar so dermaßen fertig macht und mich von Anfang an auf dem Kieker hatte, ist es auch dann klar, dass selbst wenn er es schafft, dann sofort eine ordentliche Kündigung bekommt. Denn ordentlich wurde halt vorher nicht gekündigt, da wurde einfach gesagt, ja, verschwinde, muss nicht mehr wiederkommen. Aber es ist auch klar, dass dann sofort die richtige Kündigung dann kommt und die Zeit bis zur Kündigung natürlich die Hölle auf Erden werden wird. Aber hier hört die Geschichte ja noch nicht auf, denn der User hat natürlich auch Familienprobleme, ja. Und zwar hat er mit 13 wohlgemerkt, wohl Scheiße gebaut. Und die scheint so extrem gewesen zu sein, dass die Mutter mit kleiner Tochter abgehauen ist. Und deshalb mag der Vater seinen Sohn nicht mehr. So. Ich frage mich, was, wenn meine mit 13, da ist man noch ein Kind. Und da hier kommt wirklich auch der Punkt, der wirklich sehr, sehr unglaubwürdig wirkt. Denn was kann der gebaut haben, dass die ganze Familie sich völlig scheinbar zerstritten hat, wo er mit 13 Jahren, wie gesagt, ein Kind, aber wieder, das kommt natürlich dann auch noch dazu, also so eine richtige, ja, so ein Klischee, so ein typischer Klischee-Weblog-Eintrag, wie man sie auf Animex damals mal mehr gefunden hat, mittlerweile nur hin und wieder mal. Und ja, wie gesagt, das Ganze war dann noch so ein, ja, ging dann noch wieder, dass er sich da wieder reinklagen will und wieder, dass er sich mit seinem Vater nicht versteht. Und der Vater verzeiht es ihm nicht, das, was er halt mit 13 Jahren gemacht hat. Was er mit 13 Jahren gemacht hat, erfahren wir natürlich nicht. Auch sehr komisch, ich drehe natürlich meine ganze Lebensgeschichte breit in so einem Blog. Sag dann aber nicht, was ich gemacht habe, weil ich das dann wiederum nicht sagen will. Ach ja, das ist halt wirklich sehr, sehr komisch und es wirkt halt auch alles nicht sonderlich glaubwürdig allgemein, dass ich sowas auf einer Seite für Anime und Manga breitrete. Aber da kommt sogar noch eine Geschichte im späteren Verlauf des Kalenders. So, das war die erste Animex-Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns bei Türchen Nummer 2 wieder. Okay, wir sind live. Hallo Leute, und willkommen zum ersten Türchen des Adventskalenders. Ja, ich stehe hier im T-Shirt rum und es ist hell und es ist warm. Aber ich habe gedacht, ich wollte noch ein paar Türchen in Japan aufnehmen und ja, hier ist es warm. Der Tyrant filmt übrigens. Ja, und das Beste an dem Video ist der Hintergrund. Ja, genau, und ich habe noch nicht wirklich eine Idee, was ich in diesem Kalender mache. Also gibt es verschiedene Videos. Und ja, heute gibt es auch mal eine kleine Food Review. Ein bisschen weihnachtlichen Baumkuchen mit Glasur. Den öffnen wir jetzt einfach mal. Kostet übrigens 158 Yen beim Family Mart. Würde sagen, frisch in Japan gekauft. Aus der Tiefkühlnatur, aus der Kühlabteilung. Der hat sogar Glasur. Mal schauen. Schmeckt wie Baumkuchen mit dieser typischen Zuckerglasur. Also, du schmeckst nicht The Taste of Japan. Steht das da schon wieder drauf? Ich weiß es nicht. Nee, Happy Taste. Taste. Also bist du happy? Es schmeckt nicht schlecht, aber kann man auf jeden Fall gut essen. Und
glaube, Happy oder der Taste of Japan ist zumindest eine der besseren Süßigkeiten, die es hier gibt. So, das war das erste, der zweite Türchen eigentlich, weil der erste ist ja Advent. Da gibt es die Animex-Geschichte wie immer. Und wir sehen uns dann beim dritten Türchen wieder. Okay. Läuft. Hallo Leute und willkommen zum dritten Türchen des Adventskalenders. Heute gibt es was zu trinken und vielleicht kennen das noch einige von euch. Das gab es auch mal vor vielen, vielen Jahren bei uns. Das kennen noch, als ich klein war, nämlich den Kuhdrink. Den gab es bei uns auch in Orange und Apfel. Und ja, hier gibt es den wieder. Den gibt es ja bei uns nicht mehr. Damals gab es den bei uns in solchen Papptrinkpäckchen. Hier gibt es ihn in Flaschen. Noch mit Halloween-Motiven, wie in der Japanerin, die sich als Teufel verkleidet hat. Und dieses komische Kuhviech. Gut, und dann machen wir ihn mal auf und probieren ihn mal. Hat der Kameramann auch schon mal Kuh damals getrunken? Natürlich habe ich Kuh damals getrunken und auch als wir letztes vor 2 Jahren hier waren. Und hat sie geschmeckt? Ja. Schmeckt natürlich sehr künstlich, aber er schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde schade, dass es das bei uns nicht mehr gibt. Wenn ihr auf jeden Fall mal in Japan seid, holt euch mal so eine Flasche Kuh. Das weckt auf jeden Fall Erinnerung, wenn ihr es damals getrunken habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im vierten Türchen wieder. Sind dabei. Hallo Leute, wir kommen zum vierten Türchen des Adventskalenders. Ja, Anime müssen nicht immer teuer sein, wie man sich in dieser Hochjubelbox sieht. Für 3.980 Yen bekommen wir die komplette Serie. Das sind umgerechnet 35 Euro. Dafür bekommen wir bei uns manchmal nicht mal eine Volume. Also natürlich, Anime neu sind teuer hier in Japan. Auch sehr teuer und auch hier gibt es einige Komplettboxen, die teuer sind, aber man kann auch unglaublich gute Schnäppchen machen, wie man sieht. Sei es bei Einzel-DVDs für 2 Euro bis 600 Yen oder komplette Serien. Ich habe jetzt gestern Oremo für 5000 Yen gesehen. Und ja, das wollte ich mal gesagt haben, damit auch dieser Mythos, ja, Anime sind teuer, aber man kann sie in Japan auch wirklich billig bekommen, was bei uns natürlich nicht der Fall ist. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im fünften Türchen wieder. Alles klar, jetzt. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt das fünfte Türchen. Heute gibt es wieder was zu essen. Und zwar das Gariari-Eis im Soda-Geschmack. Und dann machen wir mal auf. Mmh, Eis. Ja, im Winter. Fängt aber schon an zu schmilzen. Es ist blau. Und der Rand ist letztendlich so eine Art, ja, Wassereisschicht, nur da drin ist halt richtiges Eis. Und der Soda-Geschmack ist jetzt nicht so stark vertreten, ist aber unglaublich erfrischend. Soda ist, ja, schmeckt ein bisschen wie Kaugummi, du hast auch mal abprobiert. Genau. Gehabt und ja, wie gesagt, ein tolles Eis. Warum es sowas bei uns hier gibt, weiß ich nicht. Aber auch die Idee mit diesem ganz normalen gefrorenen Wasser drin mit dem Eis ist prima und auch sehr erfrischend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder. Hallo Leute und willkommen zum 6. Türchen des Adventskalenders. Heute ist Nikolaus und da gibt es natürlich auch was Besonderes. Wir machen nämlich heute so ein Do-It-Yourself-Kit. Ihr seht ja auch, ich bin nicht in meinem Zimmer, sondern in der Küche. Und ich würde sagen, wir machen es doch direkt mal auf. Schauen dabei aber, dass wir die Anleitung nicht völlig zerschneiden. So, aber das ging ehrlich gesagt ziemlich gut. Dann holen wir mal raus, was hier alles drin ist. Da sollen am Ende solche, ja, Jelly-Teile werden, solche komischen Gummiteile. Und dafür haben wir hier auch schon die erste Form. Das Pulver. Das Teil zum Wasser verteilen und die, ja, die Form, wo wir das Wasser reingeben. Ich hatte mir die Anleitung schon ein bisschen angeschaut, ist ein, nein, nicht umständlicher, aber der Ranze werden wir auch noch einfrieren müssen. So wie hinten drauf steht für 2 Stunden. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal damit an. Ich fülle nur kurz Wasser rein und dann geht es auch schon weiter. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Wasser ist hier reingefüllt. Und dann wollen wir mal das Pulver dazugeben. Mal schauen, dass diese Form hier hat ja so verschiedene Muster noch drin. Ein Stern, Herz, eine Note und so ein Karo. Und die Teile werden überall woanders reingefüllt. Das Orange kommt ins Karo-Feld. Gut. Machen wir das einfach mal.
Und dann sollen wir es mit dieser Pinzette hier umrühren. Und dann wird es sofort schon so eine Art Gelee-artige Masse. Ich hatte in Japan auch so ein anderes Do-it-yourself-Kit direkt dort gemacht. Da war von Mario sowas ähnliches. Oder ich glaube das gleiche, nur von einem anderen Mario-Spiel. Hat auch schon mal der Dr. Faustus auf seinem Kanal gemacht. Ja, wie gesagt, das war wirklich furchtbar vom Geschmack. Das war richtig ekelhaft. So. Dann kommt... Das ist jetzt aber für die Geschmacksrichtung. Ich denke mal, der wird... Ich gehe mal davon aus, dass das Orange sein wird. Da steht nichts drauf. Gut. Als nächstes kommt dann das Blaue in das Sternenfeld. Das ist übrigens auch das größte Feld, das Sternteil. So. Na dann mal rein damit. So, und dann würde ich sagen, rühren wir schnell um, weil... Ja. Das wird so eine komische Masse schon. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt... Ey, scheiße, jetzt ist die Pinzette reingefallen. Das wird sich hier so einer komischen... Okay, gut, bei Blau ist es nicht so schlimm. Ja, das war... Aber ich muss sagen, das riecht ganz gut. Also, das riecht jetzt wirklich nicht schlecht. Muss ich sagen. Eine Geschmacksrichtung, der Teil soll übrigens Grape Soda sein. Mal schauen. So, und wie geht's jetzt weiter? Okay, jetzt nehmen wir uns dieses Förmchen hier. Und füllen als erstes was von der Orangenflüssigkeit in die unteren. Was sind das eigentlich alles für Formen? Also hier haben wir eine Schildkröte, ein Pinguin, ein Panda-Bär, eine Muschel, eine Katze und ein Schwein. Okay. So. Das Gelbe ist schon so eine Art richtiger Schleim geworden. Und das soll man noch einfrieren? Ich meine, das wird ja schon langsam fest. So sieht es dann drin aus. Steht auch drin, wie viel davon? Denn ganz voll soll das sicherlich nicht werden. Weil da kommt auch noch dann das blaue Zeug drauf. Und bei den anderen, da kommt nämlich nicht das gelbe Zeug drauf, also bei den oberen. Was mir auch aufgefallen ist, entweder tut man bei diesen ganzen hier Do-it-yourself-Sachen zu wenig Zeug mit rein, dass man es nur gerade so voll bekommt, oder... Man packt so viel rein, da was überbleibt. Da war bei diesem Mario-Set so, da war so viel Pulver. Ja. So, Schweinchen ist jetzt voll. Naja. Naja. Super. Ja. Ach, jetzt geht's wieder, okay. Ja, ganz toll. Das haben wir nämlich das Problem, dass das so fest wird, dass man es kaum noch rausbekommt. Ganz prima. Okay. Da wenn die Schnecke muss ja oder Muschel oder was das sein, da muss ja auch noch was.
So, ja, müssen. So, nein, die Katze muss doch noch etwas rein. So, ich hoffe einfach mal, das reicht jetzt, denn jetzt ist es, ja, das ist jetzt schon so einem redigen Glimmer geworden. Okay. Schauen wir mal an, wie es weitergeht damit. Okay, als nächstes sollen wir jetzt das Blaue dazu tun. So. Machen wir erstmal hier alles noch raus, was wir... Okay, beim Blauen ist es wieder einfach so. Das treffen wir jetzt einfach hier mit auf das Gelbe rauf. So steht es auch in der Anleitung drin. Das geht natürlich deutlich schneller, weil das Blaue ist halt kein komisches, matschiges Gummizeug. Wir fragen ihn, ob das hätte sich besser auflösen müssen. Na, rühren wir lieber noch mal ein bisschen um. Weil da ist mir ehrlich gesagt noch zu viel von dem Zeug auf dem Boden von diesem Pulver. Und das gibt ja den Geschmack, sonst kann man ja auch normales Wasser reinschütten. So. Okay. Und dann kommen wir zu den restlichen Teilen, die da oben sind. Die sollen ja nur mit dem blauen Zeug gefüllt werden. Ich frage mich jetzt, ob ich hier was hier nach Traube schmecken soll, denn es riecht mir nach Soda und riecht nach... Ja, und das Gelbe, das riecht einfach nach... Ja, also künstlich. Also noch künstlicher, als das Zeug ohnehin schon riecht. Ich bezweifle aber gerade, dass das blaue Wasser hier ausreicht, um die drei Förmchen hier komplett zu füllen. Ja, bezweifle ich sogar gerade ziemlich stark. Die zweite ist gleich voll, sehr gut. Dann kommt ja schon mal was auf jeden Fall in die dritte rein. Ja, da ist das, was ich damit meine. Ich meine, das gelbe Zeug ist hier extrem viel vertreten und ja, das blaue ist jetzt gleich alle. Ja, das blaue ist jetzt alle. Okay, gut. Noch ein bisschen. Also wirklich viel Pulver ist auch nicht mehr drin, dass man da noch schnell. Aber was? Okay, das kommt. Wofür diese Notenform, das weiß ich übrigens nicht. Ich nehme mir da jetzt einfach mal ein bisschen Wasser rauf. Verteile das ja noch in der Sternform so ein bisschen mit dem ja, minimal restlichen Pulver. Und schau, dass ich zumindest die Förmchen ansatzweise voll bekomme.
Okay. Und dann kommen wir zum roten Pulver. Das kommt jetzt in die Helzform. So, das rote, das ist jetzt leer. Und wieder sollen wir das vermischen und so, das soll jetzt eigentlich solche naja, so naja, also das soll eigentlich solche Kugeln ergeben. Tut es allerdings jetzt nicht. Da wird auch so gar keiner. Und das soll übrigens für alle Förmchen reichen. Das bezweifle ich, denn in die unteren sollen die roten Kugeln auch noch. Ich denke mal, das wird dann der Traubengeschmack sein. Nee, also das mit diesen komischen Kugeln klappt nicht. Und dann kommt das Teil jetzt für 2 Stunden in den Gefrierschrank und dann sehen wir uns wieder. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt irgendwas draus geworden ist. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Stunden wieder. So, die Teile waren jetzt 2 Stunden in der Gefriertruhe. Die sehen jetzt so aus. Und dann würde ich sagen, holen wir einfach mal einen raus und probieren einfach mal eins. Also Gummis sind es jetzt nicht mehr. Sondern komisch schmeckendes Eis. Gut, die blauen sollen tatsächlich nach Soda schmecken. Haben aber nun ganz, ganz leicht den Geschmack. Das ist das Eis, was ich ja bereits vorgestellt habe, deutlich besser. Sonst, ja, den schmecken ein bisschen, das Gelbe schmeckt ein bisschen wie ein sehr, sehr schwacher Gummibär. Also wenn man so 2, 3 verschiedene Gummibären in den Mund nimmt, so einen Geschmack hat man dann hier, aber halt wirklich sehr, sehr schwach. Und ja, wieder, das sind die Teile. Kann man mal machen, wenn man sie sieht, um mal zu probieren, aber ja, jetzt die Mega-Empfehlung ist das hier nicht. Und dann sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder. Hallo Leute und willkommen zum 7. Türchen des Adventskalenders. Heute gibt es ein kleines Unboxing und zwar zu einem Booster-Pack und zwar zum Kartenspiel Lycée. Ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht. Das ist wieder ein Anime-Trading-Card-Game. Zu verschiedenen Anime-Serien gibt es da wieder Decks und Booster-Packs. Das hier ist hier zu Fate Grand Order. Dazu habe ich auch das Starter-Deck. Nur um das geht es heute nicht, sondern um dieses Booster-Pack hier. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal auf. Ich meine, da sind 9 Karten drin. Zumindest in dem von Schwarz-Weiß sind da 9 Stück drin. Und bekommen wir es so auf.
Ja, so halb. Hm? Ja, wir bekommen das Plastikbild ab. Okay, so. Dann holen wir die Karte mal raus. Hier ist Bücherpen und hier sind die Karten. Mal schauen, was wir da haben. Wie gesagt, einen grimmig schauenden Typen. Ein grimmig schauendes Mädchen. Ein lächelndes Mädchen. Ein lachendes Mädchen mit Baby. Einen Cyborg. Ich muss sagen, ich kenne Fate Grand Order jetzt nicht allzu gut. Ich schaue zwar den Anime. Ich hatte auch mal mir für eine kurze Zeit die japanische Version des Handyspiels runtergeladen. Das hat allerdings mit dem Laden immer so lange gedauert. Dann, ja, irgend so eine Dämonen. Oh, und sogar eine Glitzerkarte. Von, das müsste Nero aus Fate Extra sein. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, die glitzert sogar. Sehr schön. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das eine seltene Karte ist. Werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Und das hier ist irgendwas für Punkte. Dann kann man einscannen. Okay. Ja, das war Türchen Nummer 7. Und wir sehen uns dann bei Türchen Nummer 8 wieder. Hallo Leute, willkommen zu Türchen Nummer 8. Heute gibt es ein weiteres Unboxing von dem Booster Pack. Und zwar auch zum Kartenspiel Lycée. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und ja, zu einer Serie, die mir jetzt überhaupt nichts sagt. Können auch wieder gemischt Serien sein. Ich würde aber sagen, wir machen es einfach mal auf. Und ja, die Schere ist jetzt nicht gerade die beste. Wir machen es mal so, dass wir es vielleicht mal nicht komplett zerfetzen. Bei Weiß-Schwarz ging das so super auf. Da konnte man es richtig schön oben aufreißen. Aber hier geht es irgendwie nicht. Na gut. Okay, wir haben hier eine Maid mit dem Namen Aria. Übrigens, falls ihr die Serie kennt oder die Serien, die jetzt in diesen Booster-Packs enthalten sind, könnt ihr das gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Da haben wir so ein Mädchen. Die hier. Bis jetzt kommt mir kein einziger Charakter hier auch nur ansatzweise bekannt vor. Ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung, zu welcher Serie die ungefähr gehören könnten. Und die letzte Karte aus dem Booster Pack. Keine Ahnung, ob da jetzt eine besonders gute Karte dabei war. Ich muss mich mit dem Spiel sowieso mal auseinandersetzen, um es irgendwann mal zu spielen. Sieht auf jeden Fall recht unterhaltsam aus. Und wir haben beim letzten Mal gar nicht geschaut, wie viele Karten in so einem Booster Pack drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und die 9. ist dann dieses komische Teil hier. Gut, 8. Karten auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Türchen Nummer 9 wieder. Hallo Leute und willkommen zu Türchen Nummer 9 des Adventskalenders. Heute gibt es erneut ein Unboxing, die mal wieder zum anderen Booster Pack, aber auch zum kleinen Kartenspiel Lycée, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Und ja, die ist jetzt hübsch blau. Ich habe aber auch hier keine Ahnung, zu welcher Serie, ob da wieder gemischte Charaktere sind, so wie beim, ich gehe mal davon aus, dass es beim anderen gemischte Charaktere sind. Vom Artstyle so ein bisschen visual-novel-mäßig. Mal schauen, was uns aber hier drin erwartet. Wir versuchen es wieder aufzubekommen, ohne das Teil direkt in 1000 Stücke zu zerreißen. Wieder die schwarz-weiß Booster-Packs, die kann man eigentlich oben so. Ah, okay, gut. Ist aber nicht so wie. Boah, doch. So. Dann holen wir es mal raus. Und da haben wir als erstes sie, sagt mir auch nichts. Kurodia.
Aber sogar einen männlichen Charakter. Ein seltener Anblick normalerweise bei solchen Anime-Trading-Card-Games. Ein sehr, sehr komisch aussehendes Mädchen. Die untervögelte Schulärztin. Ich schaue ein bisschen bekloppt, Schülerin. Mr. Möchtegern cool. Und die, ich bin irgendwas Besseres und doch irgendwie nicht Schülerin. Und unsere absolute Lieblingskarte, ja. So, das waren die Karten, die hier drin sind. Wie gesagt, auch hier dürft ihr gerne wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, aus welchen Serien die Charaktere hier stammen oder aus welchem Spiel. Wie gesagt, sehr schöne Karten jedenfalls. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Türchen Nummer 10 wieder. Hallo Leute, willkommen zu Türchen Nummer 10 des Adventskalenders. Und heute wieder was Kleines zum Auspacken. Diesmal allerdings kein Booster Pack in dem Sinne. Nämlich, wir werden heute zum Miura, naja, nur so halb, das hier ist nicht Idol Master, sondern Love Life School Idol Project. Wird der Typ aber sicherlich auch schauen und spielen. So, was ist das hier? Hier drin ist eine Karte und ein Keks oder beziehungsweise eine Waffel. Gibt es in Japan von zig verschiedenen Serien, von Kamen Rider, von Fate Grand Order, von Gundam habe ich gesehen. Und ich habe hier eine von, ja, wie gesagt, Love Life mitgenommen. Ja, wir werden also den Keks probieren und uns die Karte anschauen. Die Karten kann man dann meist an so, ja, Videospiel, also an solchen Arcade-Automaten verwenden. Gibt es extra Spiele für. Und dann lasst uns mal zum Miura werden. So, wenn wir das Scheißteil aufbekommen. Geht doch auf. So. Was haben wir? Als erstes haben wir hier natürlich die Waffel. Ja, eine ganz normale Waffel. Schmeckt jetzt normal. Ich habe in Japan schon von Kamen Rider eine gegessen. Ein paar beziehungsweise. Und da haben wir natürlich auch die Karte. Bevor wir uns die allerdings genauer anschauen, nehmen wir ein Biss von der leckeren Waffel. Ich meine, die von Kamen Rider haben irgendwie besser geschmeckt. Ich meine, die wirklich von Kamen Rider ein bisschen besser geschmeckt. Dabei habe ich eigentlich gedacht, sollen das nicht eigentlich die gleichen Waffeln sein? Na gut. Die Waffel hat jetzt nicht sonderlich viel Geschmack und auch diese Nuss-Nougat-Haselnuss-Creme oder was das sein soll, hat jetzt auch nicht so wenig Geschmack. Kommen wir jetzt aber zum Highlight, warum man sich die Teile überhaupt kauft, nämlich die Sammelkarte hier drin. Okay, die ist... Oh, das ist eine richtig schöne... aus so einer Art Plastik. Oh, die auch noch so ein bisschen glitzert. Und zwar haben wir hier Marie O'Hara. Da haben wir hinten auch noch Daten von ihr. Und weil man sieht, aber die glitzert auch so ein bisschen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Eine schöne Karte. Und ja, ich werde jetzt weiter die Waffel in mich reinstopfen. Und dann erstmal Love Life und Idol Master spielen. Und ja, wenn dann kein Video mehr kommt, dann wisst ihr vermutlich warum. Nein, keine Sorge, das wird nicht passieren. Auch morgen bekommt ihr dann Türchen Nummer 11. Also, bis dahin. Hallo Leute und willkommen zum 11. Türchen, wieder ein Unboxing und wieder zu dem Booster Pack und zwar hierzu. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, wo drauf steht, zu was für eine Serie das immer ist, beziehungsweise zu welcher Firma. Nämlich hier oben, das hier ist Aqua Plus und da, wo Fate, Booster Pack von Fate Grand Order stand, halt oben Fate Grand Order drauf. Bei dem anderen stand dann was anderes drauf. Von daher denke ich mal, das sind jetzt irgendwelche Firmen. Ich gehe stark davon aus, von Visual Novels. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das einfach mal wieder.
dann holen wir die guten Karten doch mal raus. Und was haben wir hier? Ein alter Mann mit Tuch vorm Gesicht. Ein komisches Tierohrteil. Einen alten Mann mit Tierohren. Ich denke mal, das soll eine Frau sein. Ein grimmig guckender Mann mit Tierohren. Eine Frau ohne Tierohren. Eine Frau, die ihre Haare so geflochten hat, als ob man denken würde, das wäre Tierohren. Ein Mädchen mit Sonnenschirm. Und unsere Lieblingskarte. Ja, von den bis jetzt ausgepackten muss ich sagen, das langweiligste Booster-Pack, also auch die langweiligste Reihe, wieder mit Tierohren, bin ich jetzt kein allzu großer Fan von. Ja, da denkt man hier, das hier ist noch die beste Karte draus, aus dem Booster-Pack. Und dann würde ich sagen, kommt sie hier. Und ja, wie gesagt, also, ja, gut, das war jetzt nicht, boah, ging so, da waren die anderen aber deutlich besser. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Türchen Nummer 12 wieder. Hallo Leute, willkommen zu Türchen Nummer 12 des Adventskalenders. Und ja, ich habe am Sonntag die Animex-Geschichte völlig vergessen. Ja, tut mir leid, dafür gibt es diese jetzt. Euch fehlt also keine. Und dieses Mal ist es schon fast mehr ein Thema. Denn ich habe da einen Weblog auf Animex gelesen und da ging es halt um Künstler und dass man Künstler ja auch freie Gestaltung lassen soll. Und da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Es geht nämlich darum, dass Fans von Künstlern dann Künstler kritisieren, wenn die halt dann was anderes zeichnen. Und das findet ja der Animex-User geht überhaupt nicht. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Künstler A, scheißegal ob Comic, Make, Manga, Buchautor, Filmemacher, was auch immer, macht, sagen wir mal, 5 verschiedene Werke, die aber alle recht ähnlich sind. Die wird auch einen Wiedererkennungswert haben und wo ihr sagt, ja, die sind richtig super, der macht genau das, was ich mag. So, und nun entscheidet sich aber dieser Künstler, Künstler A, das nächste Werk, was er macht, das wird was anderes. Das fällt halt nicht mehr in diesen Bereich von diesen 5 Werken, sondern er versucht sich an was Neuem. So, und dann seht ihr das und sagt, ja, also das mag ich eigentlich nicht so gerne. Und das gefällt mir eigentlich nicht. Und ja, deshalb verfolge ich den Künstler auch nicht weiter. Und daran ist auch nicht schlimm. Es heißt ja nicht, dass man nicht vielleicht später, wenn er die 6. Werk gemacht hat, nicht vielleicht wieder zu seinen Wurzeln oder so zurückkommt und wieder sowas macht, wie sowas ähnliches wie diese 5 Werke macht. Kann sein, hatte ich auch schon zum Beispiel mit der Zeichnerin von Kodomo no Jikan, Kaworu Watashiya. Ich mag Kodomo no Jikan sehr gerne, ich mag auch Josamu no Eshi sehr gerne, ich mochte auch noch, mag auch so noch so ein Werk, was sie vor Kodomo no Jikan gezeichnet hat. Mit ihren 9 Werken, die jetzt aber Boys Love sind, kann ich überhaupt nichts anfangen. Deshalb verfolge ich sie aktuell auch nicht wirklich und schaue mal nur noch, ob sie jetzt wieder was Neues angefangen hat zu zeichnen. Aber ich muss sagen, die Richtung, in die sie jetzt geht, gefällt mir überhaupt nicht und deshalb verfolge ich sie jetzt auch nicht groß. Und klar, hätte ich die Möglichkeit, ihr das zu sagen, würde ich auch sagen, mir haben deine alten Werke einfach besser gefallen. Jedenfalls, dieser Animex-User findet sowas unglaublich schlimm und das geht ja nicht, dass man sich dann vom Künstler abwendet und Künstler müssen sich doch frei entfalten und sich weiterentwickeln. Ja, aber man muss halt auch damit rechnen, dass das vielleicht in der Fanbase oder der alten Fanbase oder was auch immer nicht sonderlich so gut gefällt. Gut, vielleicht gefällt es ihr auch, weil er in eine Richtung geht, wo sie sagt, okay, die ist zwar anders als seine anderen. Wir sagen jetzt, wie gesagt, wir bleiben mit diesen 5 Werken und der 6. Werk geht in eine völlig andere Richtung, die man aber trotzdem gut findet. Oder man sagt halt, ja, nee, ist nichts und daran ist ja auch nichts Schlimmes.
Vielleicht möchte sich der Künstler auch eine neue, weitere Fans anlocken, weil er merkt, okay, gut, das ist vielleicht ein Thema, was ich jetzt zeichne, dann könnte wieder neue Fans bekommen, die sich dann meine Werke anschauen, etc. Aber es ist ja nicht schlimm, als Fan zu sagen, der auch seine Zeit darin investiert, die Werke zu lesen, anzuschauen, etc., zu sagen, nee, also diesen Künstler, den unterstütze ich jetzt erstmal nicht weiter, den verfolge ich jetzt nicht weiter. Was er jetzt macht, das gefällt mir einfach nicht. Daran ist nichts Verwerfliches, daran ist nichts Schlimmes. Und ja, wie gesagt, aber darüber hat sich dieser eine User so furchtbar aufgeregt und wie gesagt, das geht ja gar nicht umkriegen. Und natürlich darf man auch gar keine Kritik sagen. Gut, Kritik ist sowieso immer am Punkt, wo man sagen muss, aber ich glaube, dazu mache ich dann im nächsten Jahr nochmal ein extra Video, was Kritik betrifft. Aber man kann halt auch nicht mal mehr sagen, hey Künstler, die Werke, die du davor gemacht hast, die gefielen mir einfach besser. Das liegt dir vielleicht auch mehr, denn auch das ist ja schlimm und schränkt den Künstler ein und der darf sich ja da nicht weiterentwickeln, wenn man sowas sagt. Absoluter Quatsch, was dieser User da auf Animax von sich gegeben hat. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln bei so viel Scheiße. Und da ist auch ehrlich gesagt ein Thema, was einen aufregt. Denn die Künstler, die machen das ja auch, um Geld zu verdienen, um für sich zu werben. Kleinere werden Sachen machen, um auf sich aufmerksam zu machen, aber natürlich auch, um später ihre Werke an den Mann zu bringen. Und natürlich ist er ein wichtiges Element der Konsument. Und wir reden hier wohlgemerkt von Künstlern, die das halt auch beruflich machen. Und jetzt nicht den kleinen Fanfiction-Schreiber oder so. Oder den kleinen Geschichtenschreiber. Jeder von uns hat sicherlich schon mal eine Geschichte geschrieben, was weiß ich, einen Comic gezeichnet, etc. Aber wir reden hier aber wirklich von Leuten, die damit halt auch Geld verdienen wollen. Und ja, wie gesagt, es ist, nimmt natürlich auch die Zeit des Konsumenten in Anspruch. Und warum sollte ich mir jetzt was anschauen oder was unterstützen, was ich nicht mag, wenn vielleicht Künstler B wieder was macht, was zum Beispiel mehr in mein Interessengebiet fällt, was mich vielleicht mehr interessiert? Ja, ich denke mir, ihr seht den Punkt, den ich hier ansprechen will. Wie gesagt, jetzt ist natürlich recht lustig, allerdings, als ich diesen Weblog-Eintrag gelesen habe, da kann man sich nur furchtbar drüber aufregen. Und dann würde ich auch mal sagen, das war es jetzt mit diesem Türchen. Weil es ist alles gesagt. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Und ja, das war jetzt die Animex-Geschichte, die nachgeholt wurde. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder. Hallo Leute und willkommen zu Türchen 13 des Adventskalenders. Und heute gibt es eine kleine Review zu einer Sache, die ich für die jetzt kein extra Review-Video machen möchte. Und zwar zu Akikaru, beziehungsweise Akikool, was für Akihabara Culture steht. Und das sind Magazine, die gibt es logischerweise in Akihabara und sind kostenlos zum Mitnehmen. Einmal haben wir die Ausgabe vom 1.11.2019, also die aktuellste. Und einmal die Ausgabe vom 1.9. Und das Magazin erscheint alle 2 Monate. Deshalb, das ja noch die aktuellste Ausgabe ist. Sollte ich mich da irgendwie täuschen, schreibt mir das in die Kommentare. Da ich allerdings keine Oktober-Ausgabe gesehen habe, gehe ich mal stark davon aus. Die Teile stehen eigentlich überall rum. Also die findet man sehr, sehr häufig in den verschiedensten Geschäften. Und ja, wie gesagt, sind kostenlos zum Mitnehmen. Wie gesagt, die sind jetzt auch nicht sonderlich dick. Wobei für so ein kostenloses Magazin, ja. Doch, wir wollen natürlich wissen, was hier drin ist. Schauen wir uns also erstmal die ältere Ausgabe an, hier noch mit Halloween. Auf der einen Seite 2 hübsche Japanerinnen. Auf der anderen Seite Werbung für den Anime Assassin's Pride. Und ja, um Anime geht es hier natürlich auch. Und gleich starten wir hier mit Assassin's Pride, Charakterdesigns und Infos. Dann noch ein Bericht über den Comic-Markt und die Cosplayer, die man dort hätte antreffen können. Auch natürlich für Light Novels Werbung. Irgendwie eine Kollaboration mit Tora no Anna. Kann man machen. Natürlich noch viele weitere Werbung für Geschäfte. Für Ichigoya. Dann Akiba Guide, den man sich mit seinem Smartphone runterladen kann. Und so weiter und so fort. Ihr seht hier allein so
Flyer und Anzeigen. Das zieht sich auch durchs meiste Magazin. Eine kleine Karte von Akiba, von Akihabara. Dann Angebote fürs Essen und weitere Themencafés. Gutscheine fürs Essen, also für irgendwelche Restaurants sind noch mit drin. Ein Interview ist hier. Na, mit wem ist das denn? Mit der Sängerin Maho. Ja, sagt mir jetzt nichts. Vielleicht kennt ihr sie ja schon mal ein paar Lieder von ihr gehört. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob die gut sind. Ja, und dann noch werden für andere Ausgaben der Aki cool. Der Fashion Check. Okay. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit der Ausgabe. Bleibt hier eigentlich mehr oder weniger das gleiche. Hier haben wir nur Werbung. Tokyo Game Show 2019 ist hier noch ein Bericht drin. Und hier zu Jet Girls. Der aktuell läuft. Bekommt der nächstes Jahr auch ein Spiel. Das Spiel sieht sogar ganz gut aus. Ja, wie bei der anderen Ausgabe auch. Charakter. Bilder. Wir haben von Anime-Bilder von der Tokyo Game Show. Kann man machen. Und sonst ist es eigentlich wieder das gleiche. Okay, diesmal ist es wie eine Zusammenarbeit mit Melon Books. Auch ein prima Laden übrigens, Melon Books. Und ja, im Endeffekt ist das gleiche. Wieder Geschäfte, ich glaube, sogar die gleichen. Ja, sogar die gleichen Geschäfte wieder. Wieder ein paar, wieder die Karte von Akiba. Wieder Essenscoupons. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Wenn ihr also kulinarisch interessiert, findet ihr auf jeden Fall so ein paar Rabattteile. Und das war's. Das war's auch schon wieder. Sieht nur das Akiba Model. Und damit hat sich ja die Zeitschrift auch mehr oder weniger erledigt. Deshalb habe ich es jetzt hier auch im Adventskalender mit untergebracht, weil in der eigenen Review hätte sich hierfür einfach nicht geeignet. Wenn ihr mal in Akihabara seid, könnt ihr die Teile auf jeden Fall mal mitnehmen. Zum Durchblättern sind sie auf jeden Fall ganz gut und mal unterhaltsam. Und ich meine, sie sind kostenlos. Und von daher würde ich sagen, das war's mit dem Türchen und wir sehen uns dann bei Türchen Nummer 14 wieder. Hallo Leute, willkommen zu Türchen Nummer 14 des Adventskalenders. Und heute habe ich wieder ein Magazin für euch, wofür sich eine Einzelreview so nicht lohnen würde. Nämlich das Kadokawa Anime Magazin. Auch das liegt in Akihabara öfter mal rum und ist natürlich auch kostenlos. Und hier dreht es sich, wie der Name schon sagt, vor allem um Anime. So dick ist es ungefähr, kann man sich dafür, dass es kostenlos ist, nicht beklagen. Ja, was haben wir hier als erstes drin? Sieht aus nach irgendeinem Isekai-Anime Oritui. Basiert, wie man sehen kann, auch wieder auf einer Light Novel. Ja, weckt jetzt nicht so wirklich mein Interesse. Dann haben wir hier den nächsten komischen Anime, das sind jetzt alles Anime, die jetzt demnächst kommen. Kabukicho Sherlock. Keine Ahnung, ob der. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Spricht mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht an. Dann haben wir wieder Jet Girls. Das läuft ja aktuell. Ja, mit noch mehr Charakterinfos. Zumindest so zwei Charakteren, beziehungsweise vier Charakteren, die sind ja mit Doppelteams unterwegs. Ja. Und dann geht es auch schon wieder mit einem anderen Anime weiter. Der. Der lief im Oktober schon an, der muss also gerade laufen. Ja, und wie heißt du? Okay.
werben für ReZero, und zwar das müsste eine UVA sein, die am 8.11. erscheint. Oder ein Film. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob es von ReZero jetzt einen Film gibt. Wird dann, wenn zumindest das da hier wird im Kino ausgestrahlt. Made in the Abyss. Ja, halte ich überhaupt nichts von. Ja, was haben wir hier noch drin? Ja, viel Werbung natürlich. Auch wieder für weitere Anime, die jetzt 2020 im TV starten oder ins Kino kommen. Ja, auch dieses Isekai Quartett 2, was im Januar startet. Und dieser neue Monster-Mädchen-Anime. Werbung für Stageplays bzw. die DVD-Release. Hier einmal zu Bungo Stray Dogs on Stage. Und Ultraman Darkness Heals the Life. Und da ist am 24.01. der DVD-Release. Also, wenn ihr was davon haben wollt. Hier, so sehen die aus. Wenn man sie lieber Amazon Japan oder CD Japan bestellen kann. Okay, was ist das für ein hässlich gezeichnetes Machwerk? Und da haben wir wieder irgendwo von Strike Witches irgendeine DVD, die erscheinen wird. Gut. Irgendwo von Prisma Ilya. Was am 27.11. auch eine DVD. Bis wann ist erschienen? Okay, was gibt's hier noch? Oh, wieder so ein komischer Anime. Mal schauen, wann der. Der müsste aber schon laufen. Ja, vielleicht kennt ihr ihn ja. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben hier. Shukyu Giki Hatsuboi. Ja, und dann Africano Salary. Davon habe ich auch einen Teaser laufen sehen. Unglaublicher Mist. Afrikanische Tiere, die als, Büroarbeiter arbeiten. Jo. Und dann noch für Kemono Michi Rise Up Animal Road. Und damit hat sich das Ganze auch schon wieder erledigt. Ist auf jeden Fall eine nette Infozeitschrift, kann man mitnehmen, wie gesagt, wenn man gerade da ist. Also wenn ihr in Akihabara seid und ihr seht da liegen, nehmt sie mal mit. Wie gesagt, ist kostenlos, ist mal ganz nett zum auf dem Klo durchblättern ungefähr. Und ja, das war auch Türchen Nummer 14 und wir sehen uns bei Türchen Nummer 15 wieder. Ja, Türchen Nummer 15 ist wieder eine Animex-Geschichte. Wir haben nämlich den dritten Advent und ja, was für eine schöne Geschichte habe ich heute für euch. Heute geht es darum, dass sich eine Userin über ihre Beziehungen beschwert. Beziehungsweise sie hatte viel Pech mit Beziehungen, ist eine Affäre mit einem verheirateten Mann eingegangen, wurde von ihrem ersten Freund verprügelt und merkt ihr schon was? Das Ganze tue ich auf einer Anime-Seite kund. Und nicht in eine Seite, die vielleicht dafür gedacht ist, oder ich eröffne mir einfach einen eigenen Blog auf einer Seite für Blogs, wo es alle möglichen Blogs gibt. Nein, das Ganze teile ich auf einer Anime-Seite mit. Und so ging es weiter und weiter mit verschiedenen Sachen. Ja, da, wie gesagt, es gibt genug Blogseiten, es gibt genug Foren, die sich mit sowas beschäftigen. Wie gesagt, und die meisten Blogseiten haben Bereiche für alles Mögliche. Die sind, das sind einfach nur reine Blogseiten, ich glaube Blogger, falls es die noch gibt, die Seite. Da kann man über alles Mögliche posten, weil die für alles Mögliche Bereiche haben. Aber, und wo man auch einfach mehr Leute trifft, die das vielleicht betrifft, die sowas auch erlebt haben, die einem vielleicht auch, weil wir helfen können, etc. Aber nein, man postet das ja. Wie ein der Freund windelweich geprügelt hat auf einer Anime-Seite, wie man mit einem verheirateten Mann eine Affäre eingegangen ist, sich von dem flachgelegt liegen hat. Und ja, das Ganze
natürlich auf einer Anime-Seite. Gut, natürlich kann man sagen, Animex hat an sich soweit nicht mehr wirklich was mit Anime und Manga zu tun, aber sie geben sich immer noch als Anime- und Manga-Seite aus. Ja, wirklich sehr faszinierend und ja, diesmal eine kürzere Geschichte. Beim letzten Mal, die war ja dann doch etwas länger, da hatten wir auch noch so ein kleines Thema mit drin. Jedenfalls fantastisch, was man da wirklich manchmal findet auf Animex. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent und wir sehen uns bei Türchen Nummer 16 wieder. Hallo Leute, willkommen zu Türchen Nummer 16 des Adventskalenders. Und heute probieren wir nochmal eine japanische Süßigkeit, nämlich Schokoladenbambussprossen. Und ja, die sind schon auf. Aber ich dachte so, ja, noch eine japanische Süßigkeit würde ich schon gerne noch hier im Kalender vorstellen. Und ein paar sind noch drin. So, so sieht die Verpackung in der Packung aus. Allzu viele sind hier jetzt auch nicht drin. Das gleiche gibt es auch noch mit Schokoladenpilze. Die gibt es auch noch im Grünteegeschmack. Die habe ich vor 2 Jahren gegessen. Die habe ich diesmal nicht gefunden, sondern die normale Schokoladenvariante. Die haben ein bisschen anderen Teig, aber dazu mehr, wenn wir hier so eine Schokobambussprosse in uns reingeschlungen haben. So. So sehen die aus. Ja, die sind recht krümelig. Ja. Das ist Schokolade und Bröselkeks. Und so schmeckt es aus. Es schmeckt jetzt nicht schlecht, ist jetzt aber auch nicht der Überrenner schlechthin. Wie man vielleicht denken könnte, Bröselkeks mit Schokolade überzogen. Und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Nur als bei den Pilzen, die übrigens von der gleichen Marke sind, und auch in gleicher Box kommen, nur dass da halt Schokopilze drauf sind. Die haben so eine Art richtigen Keks als Stiel, während hier die Unterfläche halt Bröselkeks ist. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Und wie gesagt, das ist nicht die Überflieger, die Pilze sind da auch ein bisschen besser. Vor allem die mit Grüntee waren echt gut. Und ja, das war Türchen Nummer 16. Hallo Leute und willkommen zu Türchen Nummer 17 des Adventskalenders. Heute gibt es mal wieder ein Booster Pack Unboxing und zwar zu Weiß-Schwarz diesmal und zwar zur Yurariso no Yuna-san. Auch die Serie hat bei Schwarz-Weiß sowohl ihr eigenes Starterdeck, das habe ich auch, als natürlich dann auch eine Boosterreihe bekommen. Und ich würde sagen, wir machen das mal auf. Mal schauen, ob wir es diesmal so aufreißen können. In Japan hat das tatsächlich ein bisschen anders geklappt. Ich hatte in Japan auch ein Booster-Pack. Also das ist auch aus Japan, aber in Japan habe ich eins sogar direkt aufgemacht. Die Karten schauen wir uns später in einem separaten Video im nächsten Jahr mal genauer an. Und ja, schauen wir noch mal, was wir da haben. Als erstes haben wir Oboro. Wie hieß sie noch mal? Ich meine, sie ist Oboro und ja, sehr schön mit der zensierten Version des Anime hier. Okay, gut. Dann haben wir dieses komische Tanuki-Kleinkind. Die mag ich nicht sonderlich. Yaya und Riesenkatze. Und nee, die heißt Yaya. Also dieses Mädchen heißt Yaya mit J geschrieben. Ne, mit Y geschrieben. Ja, nicht mit J. Ne, mit Y geschrieben. Yaya und nicht wie Yaya. Dann haben wir Yuna. Ah, diesen komischen einen anderen Typen da, der einmal ein Gegenspieler, ich glaube am Ende von Band 1 oder 2 war, der danach auch nie wieder auftaucht, aber ich glaube, dem hier diente hier unsere Ouroboro. Dann diese komische Onitussi, die Manga zeichnet und ständig im Suff ist. Dann haben wir, wen haben wir hier? Samurai, seine ja, Schulfreundin, ich glaube, hier was, Shiaki? Oh. Und dann haben wir hier unsere ja, Ninja-Dame. Oh, wie hieß sie jetzt nochmal?
Okay, ich komme nicht drauf gerade. Und die Karte glitzert sogar. Das lässt mich natürlich jetzt fragen. Gibt es in jedem Booster-Pack von Schwarz-Weiß? Ich glaube, war es Sagiri? Hieß sie hier Sagiri? Oh Mann, die müsste man echt mal wieder weiterlesen. Aber ich meine Sagiri. Kann sogar sein. Ja, gibt aber natürlich jetzt die Frage, ob es in jedem Booster-Pack von Weiß-Schwarz eine Glitzerkarte gibt, weil im ersten Booster-Pack, was ich in Japan aufgemacht habe, da hatte ich auch eine Glitzerkarte drin. Oder ich hatte jetzt einfach nur mal Glück. Und das nächste ist, ja, wieder Yaya. Und die füttert gerade die riesige, fette Katze. Hier sieht man Yaya übrigens nochmal besser. Jo, das ist das Booster-Pack Weiß-Schwarz zu. Jurariso no Yuna-san. Ja, nette Karten auf jeden Fall. Meine Meinung allgemein zu Weiß-Schwarz wird in einem späteren Video, auch wenn wir uns das Deck angeschaut haben, nochmal wiedergegeben. Sehr schön natürlich hier die Glitzerkarte, egal ob jetzt in jedem Booster-Pack einen dabei ist oder nicht. Aber gefällt mir sehr gut. Ich mag ja sie sowieso sehr gerne. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann bei Türchen Nummer 8. Hallo Leute und willkommen zu Türchen Nummer 18 des Adventskalenders. Und heute gibt es wieder ein Booster-Unboxing. Und zwar wieder zu Lichey und Lichey. Keine Ahnung, immer noch nicht, wie man es ausspricht. Und zwar wieder zu Fate Grand Order. Jo, machen wir doch mal auf das Teil. Ohne dabei natürlich die Karten zu zerschneiden. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Okay, einen sehr, sehr komisch aussehenden Typen. Der könnte theoretisch, also hat so ein bisschen Gegenspieler-Vibes. Schwulibad und Blonde Maid. Dann komisches Mädchen in Ketten. Der freundlich aussehende Typ, der aber vermutlich eigentlich ein Psychopath ist. Wen haben wir hier? Wieder so ein komisches Mecha-Mädchen. Ja. Irgendwas an irgendwas ägyptisch angelehntes. Eine Dreier-Gruppenkarte. Und den fiesen alten Mann. Ja. Und natürlich unsere absolute Lieblingskarte. Die ist immer mit dabei. Ja, nur bei Weiß-Schwarz. Da war so eine nicht dabei. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, bin ich eigentlich recht mit zufrieden. Einige ganz nette Karten dabei. Kann man echt nichts gegen sagen, gegen die beiden hier. Ich mache auch hier wieder dieses Gruppenbild. Und auch hier dieser komische Psychotyp sieht doch recht cool aus. So, und mehr würde ich sagen, seht ihr dann bei Türchen Nummer 19. Hallo Leute und willkommen zu Türchen Nummer 19 des Adventskalenders. Und ja, es gibt heute wieder ein Booster Pack Unboxing. Und zwar wieder zu Lichey. Das hier hatten wir auch schon mal. Und dann würde ich sagen, machen wir es doch mal auf. Und ja. Diesmal schneiden wir das Teil einfach mal oben ab. Und holen raus, was da so Schönes drin ist. Ja, das ist eine recht eingebildete Blondine. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Die dumme, kindische Blondine. Die dümmliche, ja, blauhaarige und kindische. Ja.
der Lolli-Charakter mit irgendwie einer schweren Vergangenheit, der die irgendwelche mächtigen Viecher beschwören kann. Die dumme Kindheitsfreundin. Der Schulschwarm. Die etwas intelligentere wirkende Kindheitsfreundin, die sowieso keine Chance hat. Und die Nachbarin von nebenan. Und natürlich haben wir hier auch wieder so eine Karte mit dabei. Und ja, so viel zu Türchen Nummer 19 und wir sehen uns dann bei Türchen 20 wieder. Ja, und schon ist Türchen 20 da und diesmal gibt es das nächste Booster Pack Unboxing. Wieder zu Lische Overtür, auch das hier hatten wir schon mal. Und ich würde sagen, nix wie Randa, schneiden wir es auf. Ja, hat mal wieder einwandfrei geklappt. Aber so, jetzt holen wir die Karten raus und schauen mal, was wir hier haben. Okay. Einmal die eingebildet wirkende, aber im Herzen doch herzensgute, ja, weibliche Gestalt. Das mehr als dumme Cybergirl. Das viel zu nette Prinzesschen. Eine Tierfanatikerin. Irgendwas komisches hier halt. Warst du, der Film sagt gar nicht viel ein. Ich schau blöd in die Kamera, Mädchen vielleicht. Ich bete oder ich bekomme einen Orgasmus, Mädchen. Unser Hausmädchen, die auch nicht gerade hell im Kopf aussieht. Und die ist ja typische aufgedrehte Mädchen, so meist so die typische Nachbarin mit Hund. Ja. Dann auf jeden Fall wieder ein paar nette Karten dabei. Und ja, das war's mit Türchen 20. Und wir sehen uns dann natürlich beim 21. Türchen wieder. Hallo Leute, willkommen zum 21. Türchen des Adventskalenders. Heute gibt es eine ganz besondere Ausnahme, denn wir schauen uns die Manga Preview von Carlsen an. Und ja, was steht hier erstmal drauf? Infos, Termine, Gewinnspiele und vieles mehr. Leseproben zu allen neuen Manga. Ja, wenn wir uns jetzt allerdings so die Dicke anschauen, frage ich mich, was da denn alles so viel drin sein kann, wenn da auch noch Leseproben drin sein soll und wie gesagt Infoseminare und vieles mehr. Das passt also da eigentlich gar nicht alles rein. Doch bevor wir uns jetzt das genau anschauen, lesen wir noch das Vorwort. Denn ja, die Review hat ein Vorwort und da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Move It Hausmann. Ja, somit geht's los, weil hier ganz viel Werbung für diesen Yakuza-Manga ist, wo dieser ehemalige Yakuza-Typ da Hausmann ist. Jedenfalls, da bist du ja wieder. Wie schön. Herzlich willkommen in der neuen Manga-Preview. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Da möchten wir schon mal zusammen reinluschen in die herzerwärmenden Neustarts der nächsten Monate. Herzerwärmende Neustarts, also ich weiß eigentlich nicht mehr. Und das wird noch schlimmer, Leute, das wird noch schlimmer geschrieben. Wir hoffen, da ist was für dich dabei. Beobachte einen Ex-Gangster beim Einkaufen und Haushalten und hab Spaß mit dem japanischen Überraschungshit Yakuza Goose Hausmann. Ja. Lies in Rental Girlfriend. Was passiert, wenn man seine Verwandten Beziehungen vortäuscht?
Warum hat man da Lies in Rental Girlfriends geschrieben und nicht Lügen in Rental Girlfriends? Ja, ich meine, nur weil der Titel des Manga auf Englisch ist, muss man nicht das Wort davor auf Englisch, aber allein schon, wie es geschrieben ist. Stürze dich mit Natsu und Co. in die Fairy Tale 100 Years Quest. Koche dir was Leckeres mit Sanji aus One Piece. Das ist so bescheuert, Leute. Dieses Vorwort ist absoluter Müll. Und daddel dann ein bisschen in der Welt von. In der Welt der Super Dragon Ball Heroes. Versüße dir die Wartezeit mit kurzen Stories aus der Overlord-Anthologie. Tauche ab in die Welt von Fairy Tail mit LA, also Limited Edition. Jawohl, und das Jawohl steht da hinten tatsächlich noch. Battle Royale, pass auf mit den Lovecraftischen Farben aus dem All. Lovecraftischen, oh Gott, Leute, wirklich. Checke den Last Order Schuber der guten Alita aus und gehe aufs Schuldach in Deaths of Field. Gut, sagt mir jetzt überhaupt nichts am Manga. Freue dich auf den Dreiteiler The Golden Sheep und versuche in Jumping trübe Gedanken auf den Rücken von Pferden. Ausrufezeichen. Ja, wirklich, das steht da so drin. Zu vertreiben. Schließlich drehst du deine Preview einmal um und schaust in Moving Forward wieder nach vorn. Dass du neben all diesen neuen Stories und Figuren auch auf gute alte Bekannte zählen kannst, ist Ehrensache. Naja, ich erwarte, dass das ein Verlag auch weiter die alten Serien rausbringt und alte Serien, die abgeschlossen sind, nachdruckt und die sich halt noch verkaufen. Das erwarte ich. Es ist traurig, dass man das erwähnen muss. Als ob es was Besonderes ist, dass irgendwelche älteren Serien, die vielleicht sogar noch laufen, in den vielen Fortsetzungsbänden unseres Winterprogramms. Also hier wird sogar nochmal explizit darauf hingewiesen, das sind Reihen, die noch laufen. Ich erwarte, dass die weitergehen. Das erwarte ich also. Ja. Dann haben wir noch BL, also Boys Love is Magic von Oroken, Band 3 ab März 2020 im Handel. Was das hier jetzt genau verloren hat, darunter weiß ich jetzt nicht. Übrigens, das Teil ist kostenlos und dann eine Farbseite. Also so ganz kann irgendwie da was nicht mit hinhauen, dass da immer gesagt wird, ja, die Farbseiten sind zu teuer. Hier geht's klar. Aber ich meine nicht, bei Soul Eater, als da der letzte Band rauskam, da gab es wohl eine Preiserhöhung, weil der Band eine Farbseite hat. Und da wurde dann der Preis erhöht, was sowieso eine unglaubliche Frechheit ist beim letzten Band. Aber hier haben wir einfach mal ein farbiges Bild umsonst. Gut, die Leseproben sind eine absolute Frechheit, was hier geboten wird. Einmal das Format, denn man hat die natürlich nicht so, sondern man muss so lesen, weil die Seiten so sind. Da sind halt immer zwei Seiten auf einer Seite und dementsprechend ist die Leseprobe auch nicht lang, denn nach 1, 2, 3 Seiten ist die schon wieder zu Ende. Nur nach drei Seiten, beziehungsweise ich glaube, hier sind es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nur nach 10 Seiten kann ich mir einfach kein Bild von dem Manga machen. Also, was für ein Quatsch. Und so sind halt wirklich alle Leseproben. Es sind dann ein paar hier halt drin zu einem Manga. Dann gibt es noch ein, was haben wir hier? Manga-Quiz. Das Kanse Manga-Quiz ist umgezogen und findet ab jetzt online statt. Ich wusste nicht mehr, dass es eins gab, aber gut, ich habe das Teil hier jetzt wirklich nur für den Adventskalender mitgenommen. Das landet hier nach dem Video auch im Müll. Gab es sonst noch irgendwas? Ja, natürlich noch so, was jetzt alles neu im Dezember rauskommt. Also, vorher noch die Shoujo Highlights und irgendwo hatten wir auch noch die Top 10 der Carlsen Manga Charts. Ja, genau hier. Die Carlsen Manga Top 10. Und ja, wieder hier dann noch, wie gesagt, die Shoujo Highlights. Und zu guter Letzt halt noch auch was Sinnvolles. Halt die Übersicht, was alles im Dezember neu kommt.
und noch die Manga-Checklist, wo auch nochmal die verschiedenen Reihen aufgelistet sind, je nach Band. Und ja, dann kann man das Zeichen noch umdrehen und hat dann noch eine, übrigens haben wir noch eine Farbseite. Also quasi zwei Farbseiten. Und wieder, das Teil ist gratis. Das erscheint zwar auch nur alle 3 Monate, aber trotzdem, also ja, hinter haben wir noch die Leseprobe zu Moving Forward. Und ja, aber die Leseprobe sind, wie gesagt, alle so gehalten. Tja, was soll man dazu nur sagen? Wie gesagt, ich kann da vor allem dieses Vorwort ist wirklich furchtbar. Ein furchtbares Vorwort, wirklich zum Fremdschämen. Leseproben, die man nicht als Leseproben akzeptieren kann, weil es halt keine Leseproben sind, wie gesagt. Und ja, so viel jedenfalls dazu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder. Hallo Leute, willkommen zum 22. Türchen des Adventskalenders. Heute gibt es wieder eine Animex-Geschichte. Und die ist so ein bisschen ähnlich wie die vom letzten Mal. Nur beim letzten Mal hatten wir jemand, der hat darüber gesprochen, wie sie nur Probleme mit irgendwelchen Männern hatte, etc. Da auch eine Affäre eingegangen ist und so weiter, wo man sich schon fragt, okay, vielleicht kann sie in ihrem eigenen Blog schreiben, aber passt nun mal nicht so wirklich für eine Seite, die sich eigentlich um Anime und Manga drehen will. Gut, die heutige Geschichte handelt von jemandem, der Finanztipps gegeben hat. Ja, so Buchhaltungssachen etc. Darüber hat er Blogs geschrieben. Die mögen auch alle stimmen und der Typ mag davon auch Ahnung haben. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Nur, das passte da so überhaupt nicht hin. Da waren lange und unglaublich trocken geschriebene Blogs über dieses Thema. Der hat eine ganze Blogreihe von gemacht und ja gut. Du erwartest jetzt also auf einer Seite für Anime und Manga oder wo Leute halt mit irgendwelchen psychischen Problemen sind, dass die sich das jetzt durchlesen und daran Gefallen finden. Also ist doch gar nicht Klientel dafür, vor allem wenn man irgendwie so da in die Materie geht, da suchen wir doch eine bessere Seite, sei es einen eigenen Blog, sei es eine Seite, die sich direkt damit auskennt und dafür ausgelegt ist, YouTube-Video etc. Aber doch nicht in eine Seite, die an ein ganz anderes Gebiet geht. Ja, wie gesagt, und da kann man auch nicht noch mit argumentieren, ja, der hofft da vielleicht auf Verständnis zu stoßen und nicht, weil um Verständnis geht es da rein. Der hat da irgendwelche Tipps etc., Sachen, Erklärungen abgegeben. Schön und gut. Aber ja, also man merkt, also wirklich sehr, sehr komisch, was man da alles findet. Viel mehr kann ich hierzu jetzt auch gar nicht sagen. Ich dachte aber, das muss ich einfach noch mit reinnehmen. Und ja, das war jetzt die letzte Animex-Geschichte in diesem Adventskalender. Und dann sehen wir uns beim 23. Türchen wieder. Hallo Leute, zum 23. Türchen des Adventskalenders. Das letzte reguläre Türchen, also letzte Türchen, was auch als solches gekennzeichnet wird. Und heute habe ich was ganz stinknormales für euch. Nämlich, wir probieren auch einen ganz stinknormalen Lebkuchen. Und zwar aus dem Brezel-Sternen-Herzen-Mix. Ich glaube, den kennt jeder. Und ich habe auch mal gelesen, die Brezel mag man am liebsten. Also die Brezel sind die beliebteste Form in diesem Mix. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Form ihr am liebsten mögt. Ich mag auch den Brezel am liebsten. Man hat irgendwie das Gefühl, da ist halt auch mehr dran als an dem Hell zum Beispiel. Ich habe auch mal irgendwo eine Auflistung gesehen, wo auch nach den beliebtesten Formen gefragt wurde. Da war der Brezel auf Platz 1, der Stern auf 2 und der Herz dann auf Platz 3. Und ja, wie gesagt, wir probieren hier stinknormalen Lebkuchen aus dieser Mix und Schmecken auch von jeder Marke eigentlich gleich. Ich meine, ganz damals, vor vielen, vielen Jahren, gab es ja auch mal mit weißer Schokolade. Mittlerweile gibt es ja nur noch mit Vollmilch und mit dunkel.
aber damals, meine ich, gab es die auch mal eine Zeit lang mit weißer Schokolade überzogen. Aber ewig nicht mehr gesehen, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, falls ihr die noch kennt und falls es sie noch gibt. Und ja, somit haben wir zum regulären Abschluss auch nochmal was ansatzweise Weihnachtliches hier im Adventskalender. Mit den Lebkuchen hier. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim morgigen Video wieder. Und ja, bis zum 24.